Wer ist Hildegard Knef? Ich habe eine Antwort auf diese Frage gefunden. Das hier ist Hildegard Knef. Mit 16 sagte ich still, ich will. Warum willst du Schauspielerin werden? Weil ich begabt bin. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Die hat nicht das Zeug zur Schauspielerin. Die ist nicht schön, nicht fein, nicht elegant, nichts. Irgendwann. Auf die Zukunft. Ich will mit der Art werden und mit der Sterne. Mir ist bekannt, dass Sie die Geliebte eines hochstehenden Nazis waren. Ich wusste nicht, dass er ein Nazi war. Ich habe es erst in den Verhören erfahren. Sie haben Dreck am Stecken. Anruf Fritz Lang wegen einer Hauptrolle. Sie sind mit Abstand die interessanteste aufstrebende Schauspielerin Deutschlands. Du hast gestern eine Nacktszene gedreht. Sie werden in der Hölle brennen! Eine Schande für das deutsche Volk. Wenn du mit der Kunst verheiratet bist, dann hast du die Kritik der Schwiegermutter. Lass mich los! Salzrote Rose. Du musst Hildegard Neff sein. Die berühmte Schauspielerin aus den heißen deutschen Nacktfilmen. Ich wollte dir sagen, dass du großartig bist. Auch wenn du es nicht gewesen wärst. Du wirst der größte Star sein, den dieses Land je gesehen hat. Nur ein Spiegel sein, ohne ich zu sein. Mich verlieren in deinem Arm. Wortlos zu verstehen, dich nur anzusehen und zu wissen, du bist da. Das nächste Mal, wenn Sie mich fragen, wie ich fit bleibe, werde ich sagen, ich habe ein einfaches Rezept. Ich laufe Amok, jeden Tag.